Hi Leute, willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 3 Remastered. Im letzten Abschnitt in dem Level Die Antarktis. Ein eiskaltes Level, in dem wir das letzte Mal dieses gelbe Schlauchboot von dem großen Schiff, dem RX Explorer, geholt haben. Und ja, ihr seht, wenn man hier sprintet und Vollgas gibt und gegen Wände fährt, kann man dabei sogar Leben verlieren. Da muss man mal aufpassen, dass man nicht zu schnell unterwegs ist und nicht irgendwo gegenfährt, weil sonst tut das Lara weh. So, ich habe euch da beim letzten Mal ein bisschen falsch erklärt, wie man vom Boot absteigt. Und zwar muss man die Rollentaste drücken, also Pfeil vor und zurück. Und dann eine Richtungstaste, also links oder rechts, damit sie vom Boot runterspringt. Das hat gar nichts mit Alt zu tun. Wahrscheinlich habe ich beim letzten Mal einfach so viele Tasten gleichzeitig gedrückt, dass es einfach per Zufall funktioniert hat. Jo, das ist immer so eine Sache, bei Tomb Raider 3 von irgendwelchen Fahrzeugen runterzukommen, das ist immer eine ganz schöne Challenge, wenn man es nicht weiß, wie man was machen muss. Und ich finde, es ist auch nicht selbsterklärend. Gut, dann würde ich aber sagen, probieren wir es diesmal an, das Secret hier zu kommen. Dafür springen wir nochmal hier rüber, auf diesen kleinen Eissteg hier. Da drüben ist auch so eine Eiskammer, da sind auch irgendwie Sachen drin. Das ist aber dann, glaube ich, kein Secret, weil es gibt ja nur drei. Und das dritte kommt, glaube ich, erst ziemlich zum Schluss des Levels, wenn ich mich recht entsinne. Oder das hier ist keins. Das kann natürlich auch sein. Ja, ich glaube, man hätte das Secret-Geräusch jetzt schon ausgelöst, wenn es eins wäre. Auf jeden Fall findet man hier wirklich viele Sachen. Vielleicht auch erst beim Kristall, aber nö. Also das scheint hier ein Kaltstart zu sein. Im wahrsten Sinne hier. Oh, shit. Das war jetzt so nicht geplant. Das sollte eigentlich ein eleganter Kopfsprung ins kühle Nass werden. Ja, da hat uns das ganze Level hier und der Sprung aufs Glatteis geführt. Passt ja auch sehr schön in diese Gegend hier. Und auch das führt uns aufs Glatteis. Ja, ich merke schon, man muss hier wirklich sich konzentrieren. Das Spiel geht aufs Ende zu. Und da wird es natürlich auch etwas schwieriger. Man muss sich ein bisschen besser konzentrieren. So, also jetzt nochmal auf diese Eisbrücke hier Sachen mitnehmen. Achso, da rutscht man ja ab. So viel zum Thema, man sollte sich konzentrieren. Und dann nehmen wir nochmal die Sachen hier mit. Aber das macht man ja gerne, dass man hier diese vielen Goodies einsackt. Ist doch wunderbar. Gut. Okay. Dann diesmal hoffentlich richtig. Machen wir es mal ein bisschen schräger, den Sprung, und kein Kopfsprung, dass das nicht nochmal passiert. Am besten machen wir es jetzt übers Boot, dass wir hier rausklettern. Wir lösen jetzt auch wieder diese coole Musik hier aus. Aber wenn... Ah, nee. Wir müssen jetzt, glaube ich, doch gar nicht hier hoch. Wir können eigentlich ein Stück weiterfahren, oder? Vielleicht kommt man auf dem Weg direkt dann irgendwie in diese Eisschneise da oben. In den. Ja, hier ist es doch schon. Das sieht auch gut aus. Aber ich würde gerne noch ein bisschen näher dran fahren. Oder halt so rum. Lara hat hier schon wieder ihren eigenen Kopf. Aber klar, sie muss ja die Kälte durchstehen, wenn der Sprung nicht klappt. Nicht ich. Okay. Dann hoffen wir mal, dass das jetzt der Weg hier zum Secret ist. Machen wir mal ein Licht an. Hier ist nämlich sehr dunkel drin. Und ich weiß auch gar nicht, was passiert. Ist das nicht hier ein Todesloch? Ja, weil da kommt man, glaube ich, nicht mehr lebend raus. Man erfriert und stirbt. Das ist ja nett. Ja, Lara, das war's. Du wirst jetzt absegeln. Und tschüss. Oh, wie Lara auch die Augen. Oh, das hat mir jetzt doch leid. Oh, sorry, Lara. Das war echt fies. Sorry dafür. Ja, man vergisst manchmal, dass das Remaster ein bisschen realistischer ist. Und dann, wenn Lara stirbt, dass einem dann doch noch eine Stufe mehr leid tun kann. Durch die Mimik, die sie hat. Na gut. Jetzt können wir wieder mal unsere tolle Rolle hier präsentieren. Oder wie ging das nochmal so? Und ich höre jemanden watscheln. Ach, hier geht's auch lang. Ach, hier geht's zu dem. Ah, das ist natürlich praktisch. Weiß aber jetzt gar nicht, was dann vorne kommt. Werden wir gleich sehen.
Das ist auf jeden Fall schon mal ein Secret jetzt. Jetzt haben wir 2 von 3, das finde ich gut. Und finden sogar 3 Sachen auf einmal. Das ist doch schön. Wunderbar. Wir machen jetzt gleich eine neue Fackel an, weil ich das finde nämlich, dass so das Eis viel schöner nochmal zur Geltung kommt, wenn es hier noch ein bisschen mit Fackellicht bestrahlt wird. Aber dürfen wir nicht zu verschwenderisch sein, weil das nächste Level wird ziemlich dunkel. Das dürfen wir nicht vergessen. So. Gut, dann geht's weiter. Mit Tomb Raider. Jetzt kommen wir sogar ins... Fackeln. Aber das ist jetzt kritisch, weil wir müssen ja hier raus, bevor wir einen Haufen Leben verlieren. Ich habe jetzt ein kleines Medipack genommen. Ja, okay, das ist nix. Aber die Fackeln wollen wir ja natürlich trotzdem. Haben wir jetzt hier gespeichert? Das ist ja praktisch. Wir probieren es einfach nochmal. Und schnell aufheben und direkt weiter. Ja, schnell ist was anderes, Lara, aber mein Gott. Okay, da war jetzt das Medipack zu langsam genommen. Ich glaube, dann lassen wir uns mal rückwärts runter, weil ich glaube, dann landet sie besser auf den Fackeln. Dass wir beim Aufheben da gar nicht lange fackeln müssen, Lara, ne? Wie oft habe ich den im Remaster jetzt schon gebracht? Oder generell? Wahrscheinlich deutlich zu oft. Hier für Miss Croft. So, jetzt aber. Und? Wir leben noch. Ja, das lassen wir so. Wir haben die Fackeln im Gepäck. Ist egal. Wir hätten das auch, glaube ich, ein bisschen schlauer vielleicht von hier direkt mit dem Boot auch lösen können. Aber mein Gott, was soll's, ne? Wir haben's ja. Also. Ja, da ist jetzt der Typ. Wenn der auf uns schießt, ist nämlich sowieso Feierabend. Aber der hat irgendwie gar keinen Bock. Komm, Lara, jetzt steig mal schnell aus, bitte. Ja, jetzt schießen wir auch noch daneben hier. Obwohl, haben wir gar nicht mal, oder? Haben wir daneben geschossen? Weil die Zahl ist jetzt ungerade, aber es kann auch vorher schon so gewesen sein. Egal, RX Tech. Ja, das ist die Firma, die hier ansässig ist. Das Forschungsunternehmen. Und dem auch der RX Explorer gehört. Hier können wir, glaube ich, hangeln, gell? Das ist so ein Hangelgerüst. Weil mit dem... Okay, wir gucken jetzt gerade mal, wo wir mit Schlauchboot hinkommen. Aber ich glaube, wir müssen natürlich erst hier die Tür öffnen, um dann Richtung Level Ende zu gelangen. Das heißt, den großen oder den größten Schlauchboot-Part haben wir schon. Das ist doch gut, da müssen wir nicht so viel... Aber wir müssen auch nochmal zurück und so. Ja, wir haben noch ein bisschen was mit Schlauchboot vor uns. Aber jetzt soll es das gerade erstmal gewesen sein. Musikbegleitung können wir hier nochmal gerade unter Wasser schauen. Ist da nicht noch irgendwo was liegt? Ist ja sehr gerne der Fall. Aber hier ist nichts. Weil da hätte man doch auch cool was reinlegen können, ne? Aber es ist halt immer so eine Sache. Man verliert irgendwie zu viel Leben dabei. Und muss dann... hier kann man auch das Level schon weiter skippen tatsächlich. Aber das spoilern wir jetzt natürlich nicht. Da liegt eine Rakete. Hat sich's doch gelohnt, das hier nochmal abzuchecken. Jawohl. Ja, her damit. Man muss halt nur immer so schnell sein. Aber ich glaube, diesmal könnten wir es sogar ohne Lebensverlust schaffen. Nein, schaffen wir nicht, weil Madame auf der Seite nicht aussteigen will. Meine Güte. So, und das haben wir auch nicht gespeichert. Schade. Aber das geht auch besser, finde ich. Ich finde, das geht auch deutlich besser. Wenn wir da jetzt nämlich hier direkt so ganz schnell aufheben. Schnell, Lara. Ich weiß immer nicht, was ihr am Wort schnell nicht versteht. Kann man hier Leben tanken? Okay, aber gebracht hat das jetzt nichts. Das Heckmeck, der Heckmeck, was auch immer. Jetzt dürfen wir das hier nochmal machen, weil ich nicht gespeichert habe. Das ist ja wieder der Klassiker hier. Aber ich bin noch nicht ganz zufrieden mit unserer Technik, wie wir hier die Fackeln aufheben. Nee, weil, das ist mir nicht schnell genug. Aber rückwärts ist besser als vorwärts. Oder? Nee, wir probieren das jetzt nochmal vorwärts, weil rückwärts ist ja auch nicht die gute Variante hier. Also machen wir mal so.
Ja, da ist ja auch ganz schön weit zurückgeschwommen jetzt. Komm, Lara. Oh Mann, die bewegt ihren Arsch halt auch nicht, ne? Oh, das ist ätzend. Schade, dass wir das nicht gespeichert haben, weil wir hatten das so schön geschafft. Will jetzt auch nicht unnötig viele Medipacks dafür verschwenden. Das ist halt jetzt auch so ein bisschen mein Ehrgeiz. Ja, das war schlecht. Vielleicht schaffen wir es trotzdem. Nee, schafft sie nicht. Wie kann man das denn am schlausten machen? Doch, mit dem Boot. Obwohl, bis sie da abgesprungen und wieder drauf ist, ist, glaube ich, auch nicht viel geholfen von der Zeit. Obwohl, das war jetzt gar nicht so schlecht. Das heißt, das speichern wir jetzt auch mal zwischen. So. Weil da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Dann das Medipack und hoch. Ja, jetzt hat sie dieses Zurückschwimmen wieder. Lara, das hat mich in der Madubo-Schlucht schon wahnsinnig gemacht. Lass es einfach. Diese Frau, ey. Ist unfassbar. So. Medipack. Und jetzt macht sie wieder diesen Alter. Das macht mich richtig wahnsinnig, dass sie das tut. Okay. Ich sage jetzt einfach nichts, bis wir es geschafft haben. Sonst reg ich mich nur auf. Und dann klettert sie da nicht rein. Sag mal, wie. Also. Das nervt mich gerade schon wieder etwas. So, jetzt aber, oder? Nein, sie macht's nicht. Wieso klettert sie da nicht rein? Ah, den ganzen Ärger hätten wir uns jetzt hier echt sparen können. Ja, jetzt habe ich gerade die Null statt die. Nee, das O statt die Null gedrückt. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Kleiner, aber feiner Unterschied an der. Sie geht da nicht mehr rein. Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso machten sie das nicht mehr? Jetzt will mich das Spiel aber auch wieder provozieren, oder? Ach, die wirft die Fackel weg. Oh, nee, oder? Das liegt an der Fackel, die sie wegschmeißt. Das ist jetzt nicht im Ernst, oder? Nee, da müssen wir das jetzt. Oh Mann, das nervt mich total gerade. Also erstmal die Fackel weg. Und jetzt nochmal. Das ist ja der Wahnsinn, oder? Also so viel Pech gerade hier zu haben. Oh Mann, das läuft so scheiße, Leute. Wir wären eigentlich schon 3 Schritte weiter. Das ärgert mich gerade ein bisschen, muss ich ehrlich zugeben. Weil wir einfach schon so viel weiter jetzt wären, wenn das jetzt, wenn ich das einfach gespeichert hätte. Ne, wenn ich es einfach nur gespeichert hätte. Aber ja, im Leben läuft nicht immer alles rund. Wie gesagt, die Antarktis führt einen aufs Glatteis, so ist es einfach. Und ich dachte schon, sie will jetzt die Fackel da aufheben. Das wäre jetzt der Oberknaller gewesen. Aber das kann sie, glaube ich, nicht. Oder so eine weggeworfene, treibende Fackel kann sie, glaube ich, nicht aufheben, oder? Und jetzt müsste sie auch reinklettern. Jawohl, ohne Fackel. Alter, das hat mich jetzt echt Nerven gekostet. Das muss ich jetzt wirklich mal sagen. Weil das auch einfach so unnötig jetzt alles war. Naja, jetzt geht's weiter. War kurz davor, das Offscreen zu machen, aber wir haben es ja noch gerade so auf die Kette gekriegt. Und jetzt dürfen wir den hier nochmal machen. Wir hatten auch wirklich vor nichts dagegen geschossen. Jetzt daneben geschossen. Jetzt haben wir die Gewissheit. Und das Ganze auch nur, weil wir hier die Rakete geholt haben und Lara sich nicht hier auf der Seite rausziehen wollte. Das vielleicht auch nochmal so nebenbei, ne? Also ich bin nicht nur komplett schuld. Lara ist auch ein bisschen mit schuld. Sie ist immer mit schuld. Da fühle ich mich besser. So, jetzt haben wir es aber endlich mal im Sack und können hier weiterklettern. Das war ja jetzt wirklich eine schwere Geburt. Mann, Mann, Mann. Gut, dass wir 20 Minuten Folgen machen. Da haben wir wenigstens noch 5 Minuten übrig und nicht wie früher nur 15 Minuten. Jetzt wenigstens noch mal ein bisschen was voranzubringen. Das ist jetzt mein Ziel hier. Schauen wir uns die ganze Gegend an, sehen noch mal ein bisschen was Neues und legen da jetzt mal richtig los. So, dafür klettern wir jetzt hier einmal rüber. Jawohl. Und haben jetzt hier eine große neue Stelle vor uns. Da drüben ist doch auch ein Gang, oder? Hat der auch was verloren? Also eigentlich ist Lara die, die hier nichts verloren hat, aber der hat auch nichts verloren.
Ich wäre jetzt mal gerade so, weil bevor wir da rumspringen, wir da irgendwo runterfallen. Aber das ist einfach nur eine dunkle Eisfläche. Nichts, was wir uns weiter anschauen müssten. Deswegen können wir weitergehen. Ja, in ein neues, großes Areal. Oh, diese schönen Schneehunde, das tut mir voll leid, die abzuknallen. Aber so ist das im Tomb Raider-Leben. Ist ja kein Real Life hier zum Glück. Ja, das Feuer haben sie auch schön gemacht. Es wird auch gerade mal ganz aus Versehen ein englisches Wort rausgerutscht, dass mir das mal passiert. Statt Feuer, Feier zu sagen. Feier ich das? Ich glaube eher nicht, wenn es jetzt schon wieder so losgeht. Naja. Bisschen durch bin ich jetzt gerade nach dieser ganzen Fackelstelle da. Die hat mich echt wahnsinnig gemacht. Hier gibt es jetzt ein paar verwirrende Wege. Hier kommen wir her. Da müssen wir dann ganz zum Schluss erst zurück. Hier gibt es nämlich ein bisschen was zu erledigen und zu finden. Wir brauchen nämlich Schlüssel und eine Brechstange. Soweit, so gut. Hier können wir, glaube ich, hochklettern und irgendwie weiter. Da hinten war die Schrotmunition. Die haben wir jetzt schon im Gepäck. Das ist gut. Und ja, was da oben kann man dann auch lang. Könnte Lara sich ein bisschen wärmen am Feuer, aber nicht zu nah dran gehen, weil sonst verliert sie Leben. Hier geht's rein. Dann machen wir doch das erstmal. Bietet sich gerade so schön an. Boah, das war jetzt auch schlecht, weil wir sehr viel daneben geschossen haben. Jetzt hat er uns nochmal erwischt. Aber der hat zumindest diesmal Munition. Das ist ja schön. Man findet so viel Desert Eagle, dass man die wirklich mit ganz tollem Gewissen in diesen Level nehmen kann. Vielleicht ist das auch ein Zeichen dafür, hey, nimm die Desert Eagle. Vor Spiel rum ist und du hast sie nicht verwendet. Okay, hier geht's weiter. Das ist nur ein Gang zu einer neuen Area. Aber nicht die Area 51. So viele sind es dann hier in der Antarktis doch nicht. Ich will jetzt erstmal hier hoch. Weil ich glaube, da oben gibt es nämlich auch noch was zu erledigen. Und ich glaube, da findet man die Brechstange. Kann das sein? Diesen RX-Tech-Turm. Ah, da brauchen wir die Brechstange. So. Aber wir machen auf jeden Fall schon mal auf der anderen Seite, haben wir schon mal einen Hebel. Es ist ja nie verkehrt, schon mal einen Hebel zu ziehen. Aber weiter kommen wir hier oben erst, wenn wir die Brechstange haben. Oder ich glaube, bei Tomb Raider 3 heißt es sogar Brecheisen. Um hier im richtigen Wording zu bleiben. So, neue Area. Schauen wir uns jetzt an. So, da kommen wir auf jeden Fall rein. Hier liegt Munition. Ob wir die Schrotflinte nochmal brauchen, weiß ich noch nicht. Gucken wir mal. Ich glaube, so gegenstandstechnisch sind wir gar nicht so schlecht. Obwohl 16 von 34, da ist schon noch ein bisschen Luft nach oben. Hier ist noch ein Weg in ein letztes Areal. Das meine ich halt damit. Es ist ein bisschen verwirrend hier, weil es doch sehr groß ist. Wo führt das hin? In ein viertes Areal. Ist ja auch ein Gegner irgendwo. Da müssen wir auf jeden Fall in die Türen. Da oben ist ein Gegner. Man sieht ihn schon da rumstehen. Der hat uns aber noch nicht gesehen. Oh, das Eis sieht ja auch wieder toll aus. Wie das so schön spiegelt. Wahnsinn. Also das ist echt ein Unterschied zu vorher, ne? Wenn wir uns das mal angucken, diesen Spiegeleffekt hier. Hier sieht man es ganz schön. Ja, ne? Also das haben sie wirklich toll gemacht. Ist gar nicht, dass man hier drauf kann. Bringt das was? Ich glaube nicht mal, oder? Nee. Wieso kann man da drauf? Da hätte man doch wenigstens was drauf verstecken können. Ein paar Uzi-Magazine oder so. Wo? Oder war das jetzt der da oben? Haben wir den da oben jetzt ausgelöst? Ja. Dann kommt der jetzt wie Chuck Norris hier durch die Türen durch. Das fände ich irgendwie witzig. Ich kann das nicht glauben, dass da nichts ist. Ich muss das nochmal mir angucken. Ich habe das so schön entdeckt jetzt.
Lara, du hättest deine Schuhe mal ein bisschen sauber machen können. Sieht aus, als wäre das alles voller Erdöl. Jetzt geht's da gar nicht mehr hoch. Aber ne, die Fußstapfen finde ich ziemlich dunkel irgendwie. Ich finde sie zu dunkel, muss ich sagen. Ne, wir gehen da jetzt rein. Das Getabbel macht nicht wahnsinnig. Da liegt ja nichts, wir haben es ja gesehen. Man muss ja nicht immer auf Nummer sicher gehen. Manchmal reicht ja Nummer sicher auch schon aus. Ich finde es gut, dass sie nicht so aggressiv laut sind, diese Klapptüren hier. Das macht es eigentlich ganz angenehm. So, tot. Und da ist noch einer. Gut. Was haben wir denn hier drin? Da findet man doch irgendwas. Wir haben ein kleines Büro, was zu diesem Forschungszentrum wahrscheinlich dazugehört. Mit ganz oldschool PCs. 1998 der neueste Shit natürlich. Da hat sich ja einiges getan. In der heutigen Welt. Gerade überlegt, ob es cool gewesen wäre, wenn die PCs remastered hätten und da moderne Laptops oder so hingestellt hätten. Aber hätte ich nicht cool gefunden, weil es soll ja auch diesen nostalgischen Wert eines 1998er Tomb Raiders haben. Und das wäre damit ja kaputt gegangen. Gut, wir haben jetzt einen Schalter gedrückt, der hat hier was geöffnet, oder? Komm jetzt hier hin. Was hat... Ah, die Brech... Die Brecheisen, Alter. Da haben wir die Brecheisen. Brechstange. Ah, jetzt sage ich noch, das heißt Brecheisen, mal tun wir da drei. Und jetzt heißt es doch Brechstange. Oder haben sie es dem Remaster angeglichen? Jetzt haben wir einmal daneben geschossen, aber egal, dass die Zahl wieder wenigstens glatt. Schrotflinte. Ja, ja, das war ja auch das Gewehr bei Tomb Raider 3. Und ich meine nämlich, früher war das das Brecheisen. Schreibt's gerne in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ich höre noch einen rumtrampeln. Hier ist echt was los. Sehr viel los. Ach, der hat auch Medipack. Das hätten wir ja fast übersehen. Gut, dass wir das noch mitnehmen hier. Das war eigentlich gar nicht zu übersehen. Da habe ich echt ein bisschen nicht richtig hingeschaut. So, hier sehen wir übrigens die Antarktis. Cool. Schön. Ist ein Kontinent im Gegensatz zur Arktis, die auf der Nordhalbkugel ist. Hier ist die Antarktis auf der Südhalbkugel, wo Pinguine leben. Und auf der Arktis, auf der Nordhalbkugel leben Eisbären. Da waren wir ja eher die Richtung bei Tomb Raider 2 Golden Mask unterwegs. Die goldene Maske natürlich. Wir wollen ja hier in Deutsch bleiben. Da hatten wir es ja mit Eisbären zu tun. Die gibt es hier auf der Antarktis natürlich nicht. Hier gibt es Pinguine, aber wir kämpfen weder gegen das eine noch gegen das andere. Aber irgendwie hätte ich es cool gefunden, wenn es hier in dem Level so auf den Eisschollen noch Pinguine gegeben hätte. Das hätte ich irgendwie geil gefunden. Aber man kann ja nicht alles haben. Aua. War mir das jetzt zu schlecht? Ich mache das davon abhängig, wo wir es letzte Mal gespeichert haben. Ich mache die Folge gerade auch bewusst länger, weil wir mit der... Ah ja, das kann man, glaube ich, hier nochmal machen. Ist die kleine Wiedergutmachung? Hä? Das machen wir auch nochmal neu. Ich dachte, er wäre nach links gelaufen. Kleine Wiedergutmachung, weil wir wegen den Fackeln so lange rumgefackelt haben. War das nur der eine? Ich dachte, er war rüber auf die andere Seite gelaufen. On the other side. So, jetzt ist aber Feierabend. Jetzt sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und schauen uns die anderen Bereiche nochmal genauer an. Bis dann, ciao.